die Marktgemeinde Zeitlofs in Unterfranken, nicht weit des Heilbads Bad Brückenau. Hier wohnen rund 2000 Einwohner auf 6 Ortschaften verteilt. Doch in einer Ortschaft herrscht Krieg. Einige Einwohner von Rossbach haben sich zusammengetan, um einem Funkamateur das Leben zur Hölle zu machen. Er würde sie angeblich verstrahlen. Die Streitereien halten nun schon über ein Jahr an. Die Strahlenopfer pflasterten den gesamten Ort mit Hetzplakaten gegen den Funkamateur zu. Funkamateure raus aus dem Wohngebiet. Einige Einwohner haben Angst um ihre Enkel und plakatieren sogar Fotos von ihnen. Andere schicken den Funker mit selbstgebastelten Straßenschildern zurück in seinen Heimatort. Das neueste Plakat wurde gestern genau gegenüber vom Funker an einer Scheune montiert. Darauf zu lesen: Solche Mitbürger wollen wir nicht. Sobald Joachim Zinn aus dem Fenster schaut oder zur Haustüre rausgeht, sieht er die unbegründete Anprangerung seiner Nachbarn. Warum der Bürgermeister und der Gemeinderat diese Hetzjagd zulassen, ist uns ein Rätsel. Bereits letztes Jahr bewies die Bundesnetzagentur die Unschuld des Funkers. Aktuell läuft sogar eine Langzeitmessung. Übrigens, der nächste Sündenbock im Ort ist schon gefunden. Nachdem ein Einwohner sich über Rauch aus der Nachbarschaft beschwerte, wird er nun genauso angeprangert.